in deiner Schule oder in deiner Stadt ist immer noch Maskenpflicht, dann hol jetzt auf Jasta30.shop hier die Kaktusklan Vulkanmaske oder hier die Kaktusklan Maske hier, ja? Ich finde das richtig coole Masken, hier auch aus Stoff, richtig bequem, richtig cool. Wie gesagt, alles auf Jasta30.shop und dazu bekommt ihr gratis hier eine Autogrammkarte von mir dazu. Mega, mega nice, also bestellt jetzt auf Jasta30.shop. Hallo, willkommen hier zu einer Folge von Minecraft Phantom. Ja, Minecraft Phantom, das ultimative PvP-Projekt auf meinem YouTube-Kanal, ja. Genau, willkommen zu einer Folge von Minecraft Phantom, ja. Unbedingt die letzte Folge rechts um mir auschecken. Da sind wir nämlich gestorben, aber Leute, das ist gerade Ding, ja. Ich werde das wieder reinkriegen, ja. Leute, das haben wir beim Vulkan auch geschafft, dass wir da alles irgendwie. Ich weiß, wir sind zwar im Vulkan gestorben, aber wir werden das schon irgendwie wieder hinkriegen. Ich sehe gerade, hier sind noch richtig viele Chests, die ich übersehen habe, Folge. Genau, also Leute, wir werden das noch irgendwie hinkriegen. Genau, Peacock Feather Fan. Ja, was ist das? Peacock? Oh mein Gott, ich weiß noch, irgendwas in irgendeinem Projekt von Flo hat irgendwie, LOL! Aber ich krieg Damage. LOL, man kann sich hier hochdingsen. Alles klar. Genau, was soll ich sagen? Irgendwo hat Flo in. Was für ein Projekt war denn das? Oh nein, ich bug hier. Irgendwo hatte Flo ein Projekt, wo er irgendwie ganz solche Peacock-Stiefel. Warte mal, schreibt mal in die Kommentare, wo was für ein Projekt genau das war. Ich kann mich nämlich noch erinnern, es war irgendwie so eine Dimension, war es Genesis? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat Flo da irgendwie so Peacock-Dings gehabt. Ich weiß es selber nicht, ja, Leute, wisst ihr was? Ist ja jetzt auch egal, ja. Also, bei manchen Crates kriege ich einfach gar nichts. Das ist ein Scam. Okay. Genau, also wie gesagt, Leute, abonniert mich, dass ihr keine Folgen mehr verpasst und aktiviert die Glocke, ja. Ihr wisst es, ihr kennt es. Schwert? Nightly Sword, okay, das brauche ich nicht. Ich habe eben ein besseres Schwert. Und wir haben vorige Folge auch aus den Kisten die Experiment 105 zu bekommen. Ich weiß immer noch nicht, was genau das ist. Ich denke, es ist einfach nur ein Essen oder so. Aber mal schauen wir mal, Genau. Die Folge jetzt schauen wir mal vielleicht am Spawn. Und vielleicht eventuell verkaufen wir ein paar Sachen, wenn wir ein paar Sachen bekommen. Und ja, genau. So, alright, so. Okay, bei den manchen Chests spawnen wir nichts. Egal. So, das heißt, wir rennen jetzt Richtung Spawn ungefähr. Ich denke jetzt nicht die Richtung, wo wir herkommen sind. Und hier sind solche komischen Viecher. Böse. Schaut so aus wie Trupps irgendwie in Real Life, so blau. Nein. Egal. Okay. Hier hat sich nicht irgendwer hingebaut. Das heißt, in die Richtung ist, glaube ich, der Spawn. Hier sind nochmal zwei Chests. Hier ist wieder nichts. Und was hier rauskommen? Charm of Life? Warte mal, das gibt's auch. Ich meine, ich habe Charm of Keeping gehabt, aber Charm of Life. Baubles. Okay, ich glaube, ich habe gesagt, man muss das ausrüsten anscheinend irgendwie. Kann man das Ding so anders ausrüsten? Ich glaube, hier oder so. Hier, Charm of Life. Nee, ich glaube, das muss man im Inventar, glaube ich, haben oder so. Oder ich rüste mal raus. Ja, aber wisst ihr was, Leute? Ist egal, ja. Und ihr habt euch auch in die Kommentare gefragt, wie ich gestorben bin. Und zwar einfach liegt alleine daran, dass ich einfach den Helm nicht aufgehabt habe. Ja, das war halt richtig bisschen dumm von mir. Aber egal, ich glaube, der hält eh noch genug aus. 51 Durability noch. Das heißt, 51 Schläge hält er noch aus. Und genau, das heißt, mit dem Helm bin ich praktisch unsterblich, ja. Okay. So, das heißt, die Folge ist irgendwie, ich würde sagen, einfach nur Dings hier einfach nur hochgieren, hochequippen, weil ich glaube, nächste Folge ist nämlich schon Finale oder übernächste Folge. Ich glaube, übernächste Folge, ich weiß es nicht. Ist nochmal so ein Labyrinth, aber das ist jetzt auch egal, ja. Genau. Ist so ein Pilzbiom. War nicht Flo irgendwo mal in so einem Pilz-Dungeon? Gibt es das nicht auch? Ihr habt geschrieben, irgendwie hat es in den Kommentaren geschrieben, nämlich. In so einem Pilz-Dungeon. Pilz-Dungeon. Egal. Ja, das heißt, wir schauen halt mal. Gehen wir mal in den Spawn. Schauen vorbei. Und holen uns vielleicht Unsichtbarkeits-Potion, dass wir sicher im Spawn sind. LOL, warte, was? Top-Style, was Slamper kannst du. Der Verwurschter. Der Verwurschter. Der Verwurschter. GG. Okay. Wie gesagt, Leute, checkt ja, ist ein 30-Punkt-Job ab. Wer halt noch nicht weiß. Aber Leute, ich glaube, ihr wisst das schon alle, ja. Ne, ich krieg jetzt eine Autogrammkarte gratis zu jedem bestellten Artikel hier dazu. Und es gibt ja das neue Kaktuskan Halloween Skelette sein, ja. Halloween ist nämlich, glaube ich, schon am Samstag. Samstag? Warte mal, die Folge kommt am Donnerstag. Am Samstag ist Halloween. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr Halloween so findet und so. Wie es feiert. Und ja, also viele Leute, glaube ich, gehen heutzutage gar nicht mehr raus, denke ich. Oder, ich weiß nicht, schreib's mal in die Kommentare. Würde mich interessieren. Was bist du für ein Haus? Hä? Okay, ist, glaube ich, gespawnt oder so. Ich glaube, das ist so ein Haus, wo wir, wo wir mal gesprengt worden sind, oder? Hier ist ein Dings. Oh, warte mal, was? Leute.
Hä, was ist bitte für ein Haus? Ich glaube nicht, dass es so ein Haus ist wie... Hä, hey, warte mal. Ist so ein Ding, das sich bewegt wie im Spawn. Warte, was? Was ist da bitte alles drin und warum ist es in so... Okay, alles klar. Aber, Leute, okay, ich nehme es mir. Crumblehorn. Egal, Crumblehorn nehme ich mir immer. Richtig viele Mystery-Boxen, warte, was? Was ist das? Eine Karte befindet sich auf der Autogrammkarte. Hä, was? Ich glaube, da ist noch ein falsches Texture-Pack drin. Okay, der Autogrammkarte nehme ich natürlich auch. Alles klar, okay. Okay, das mit Glück. Das nehme ich zurück. Charm of Keeping. Ja, das mit... ich nehme zurück, dass ich unklick habe. Wie viel Glück habe ich gerade gehabt? Ich mache mal ein kleines Dings auf, denke ich. So, Swift Head. Warte mal. Cloudwalker Speedy. Okay, den behalten wir uns mal, weil ich denke, mein Helm ist, glaube ich, viel OP momentan noch. Okay, ich glaube, ich mache mal schnell die ganzen Items auf. Lol, Heavy Shell. Lol, warte mal. Ist sie so cool? Ist sie gut? Nee, die ist schlechter. Okay. Mystery. Okay. Necro Crossbow. Mystery Box. Shiny Grave Digger. Okay, das brauche ich nicht. Bitte lass doch irgendwas Gutes in den anderen Boxen drin sein. LOL! Okay, nur 12 Attack Damage. Ich habe mir schon gedacht, weil meins macht Dings Attack Damage. 15 Attack Damage. Mystery Box. Okay, nicht gut. Da? Bitte lass es gut sein. Okay, 9 Attack. Es ist nicht so gut, wie ich mir erhofft hätte. Auto Smelt, das ist auch nicht gut. Come on, irgendein gutes Item noch. Legendary Hasty, okay, ist auch nicht gut. Was ist das hier? Auch nicht gut, denke ich. Komm, irgendwas Gutes brauche ich. Necro Tires? Hey, sind die irgendwie gut, oder? Ich meine, immerhin besser. Doch, die sind gut, Leute. Die sind gut, okay. Okay, das ist schlechter als die anderen Dings. Cloudwalker. Oh, Leute, das ist cool, dass ich uns runterkleide irgendwie. Mystery Box. Nächste Mystery Box. 7 Attack Damage. Nicht so gut. Mystery Box. Titanic Dings Head. Ich glaube, Swift Head und Titanic Head. Aber was ist der Unterschied? Cloudy. Okay, der auch das komische Dings hier. Dass wir so Swiften hier. Und der hier. Leute, ist sogar gut. Ich meine, nicht so gut wie der andere. Aber ich meine, es ist okay eigentlich. Ein Uncrafting Table haben wir. Ich glaube, da kann man irgendwelche Items zurückcraften, denke ich. Und was ist das hier? Amulet of Cloaking Flame. Reduces incoming damage by 75% while standing within a ring of fire belong. Lol, warte mal. Das heißt. Reduces by. Das heißt, es glaub, wenn es so ist, wie ich es mir vorstelle, reduziert das Amulett 75% meines Damages. Okay, ja, ich nehme es mal mit. Ganzes Crumblehorn, kann man das Spawn brauchen? Ich weiß nicht genau, aber wir rennen halt mal Richtung Spawn. Hier sind richtig viele Häuser. Aber ich glaube, das eine Haus war special. Hier geht es irgendwie hoch zu den Winterdings. Ich glaube, da ist irgendein riesiges Dings. Dungeon, aber ich gehe da mal lieber nicht hin, weil ich denke nicht, dass ich so Dings ready für das bin. Okay, ist hier noch irgendwas drin, irgendwas Gutes. Das ist ein Spawner. Melonen. Charm of Keeping nehme ich mit, weil das kann man upgraden. Ja, hallo, du machst mir eh kein Damage. Achso, das ist reduces 75%, glaube ich. Ah, Leute, ich kriege halt gar kein Damage mehr. What? Okay. Ja, ich meine, ist auch okay. Wir könnten doch hier runtergehen, theoretisch. Aber hier sind nämlich, wollen wir uns jetzt so abbaut? Ich glaube, hier geht's runter. Okay, ist nicht so ein Haus. Weil normalerweise geht's immer runter. Und da sind wir nämlich, ich glaube mal fast gestorben in Folge 4, denke ich, oder so. Oder Folge 5. Aber das war schon, ja. Ich meine, Leute, immerhin haben wir jetzt ein richtig gutes Haus gefunden. Ich weiß nicht, ob das... Ich glaube, das ist so ein Special House. Was extra, also was für das Projekt... Also ich glaube nicht, dass generiert ist, dass für das Projekt gebaut worden ist. Also, so wie die, die ganzen Dings hier. Aber ja, schauen wir mal. Vielleicht gibt es jetzt halt noch so ein Haus. Vielleicht ist es mehrmals, gespawnt. Oder wie man sagt, ist ein Eichhörnchen. Hier geht's runter. Hier ist ein Chest. Okay, auch nicht wirklich gut drinnen. Hier ist nämlich... irgendwo ein Dings. Hier, genau. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das ist nicht gut. Okay. Das war nicht gut. Genau das wollte ich gerade verhindern. Aber, Leute, ja. Weißt du was jetzt? Es ist mein Unglück, ja. Es ist einfach mein Unglück. Da kann man nichts machen.
Okay, dann krieg ich mit du so 75% oder so, denke ich. Von einem Item. Aber alles klar. Okay, wo geht's Richtung Spawn? Ich glaube, hier geht's Richtung Spawn. Wo bin ich hier? Da vorne ist irgendwer. Ne, das ist der Spawn, glaube ich, da vorne. Und da vorne ist hier irgendwer. 15 Minuten noch bis Folgenende. Irgendwer ist am Spawn. Und ich renne gerade genau auf den zu. Auf die Person. So. Das heißt, ich nehme alles mit hier. Hydra-Bomb. Okay, Leute. Ich glaube, jetzt kommt der erste Fight. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel ich aushalte hier. Okay. Ich würde sagen, Goldapfel in. Mein Ding, wer ist? Wo ist hier wer? Ich sehe nämlich, wer... einen anderen Typ, der auf der, der auch eine Map hat. Den sehe ich nämlich. Okay, wer auch immer das ist, ich greife ihn an. Wenn es easy ist, wenn es Tops ist, ich greife ihn an. Mir ist es egal. Die Person. Ist hier oben theoretisch wer? Ja, wo ist die Person? Unter mir irgendwo? Hallo? Wo ist die Person? Ist sie irgendwo drinnen oder verkauft irgendwas? Ich habe die Person ist irgendwo drinnen in irgendeinem Haus. Wo kann ich hier rein? Hm, komisch, komisch, komisch. Kann man hier rein? Ist hier irgendwer drinnen? Ich glaube, ich kann sein, dass ich Flo gerade irgendwas bewirbt oder so? Nee. Leute, wie gesagt, check den direkt den Job ab. Hä? Bin ich dumm? Ist genau da vorne, über mir oder so. Kann sein, dass der drinnen ist? Hä, Leute? Warte mal, ist es so oder liegt da immer nur die Map? Der ist da vorne irgendwo. Ich hör Flo irgendwas rüberschreien, weil Flo ist ja sein Zimmer neben mir. Irgendwo ist eine Person. Ich weiß nicht wo. Kann es sein, dass hier irgendwo ein Dings ist? Ein Geheimversteck von irgendwem? Hey, Chaos sofort vor. Wollen Sie etwa ein Business-Handel-Gespräch machen? Ich hätte da was für Sie, ich hätte da was für Sie, was Ihnen den Verlust wiederherstellt. So. Spawn. Okay. Das heißt, wir traden Flo jetzt aber. Ich weiß nicht, ob Flo das Ding Texture-Pack auch drin, aber ich habe irgendwie die, die Chaos-Lo Autogrammkarten. Hoffentlich hat das drin. Ich glaube, das hat jeder drin, aber Flo hat das Projekt gemacht. 5 Minuten. Hab gerade was am Herd. Okay. Okay, mach ruhig dein Schnitzel fertig. Okay. Das heißt, Okay. Kann man die theoretisch verkaufen hier? Guck in die Chests am Spawn, habt ein paar Items drin. Die Chest? Welche Chest? Chest? Ancient Feet? More Fire Resistance, alles klar. Die Chest am Spawn, welche Chest? Ist Ding da oben? Da ist Tobs. Hallo Tobs! Oh mein Gott! Oh mein Gott, okay, Tobs muss eigentlich laden. Eigentlich muss Tobs laden, eigentlich. Ich will eigentlich den Handel noch mit Flo abschließen. LOL, was? Was ist das? Hä? Was zum Geier ist das hier? Alles klar. Was ist das? Hä? Was ist das bitte? Slenderman? Pass auf! Das ist Schattenstab, Tobs!
Ist in der Nähe. Ja. Ja, ich sehe ihn. Er ist. Okay, es ist Tops am Ende. Oh, er hat sich weggepillt. Okay. Ja, see ya, Tops. Alles klar, okay. Neuer Airdrop. Okay, Tops hat sich weggepillt. Was ist das, Leute? Schattenstab? Sieh, das ist Slenderman, legit. Es gibt mir Flashbacks. Macht richtig komische Geräusche, Leute. Alles klar. Die Geräusche einfach, what? Okay, es ist weg. Alles klar, was auch immer das war. Okay. Ja, stimmt. Kann man das Crumblehorn verkaufen, ist die Frage. Oder kann ich irgendwas verkaufen? Kann ich mir irgendwas kaufen, ist die Frage. Ich habe Totem of Undying auf jeden Fall. Das hilft mir ein bisschen weiter gegen irgendwas. Doch, Tatsache, der Crumblehorn geht kaum noch verkaufen. Okay, Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Österreicher seid. Mich würde mal interessieren, wie viele Österreicher dabei sind. Okay, stimmt, jetzt können wir wieder die Diamonds verkaufen. Jetzt haben wir teilweise wieder ein bisschen Geld hier. Okay, lol, nevermind, wir haben richtig viel Geld. Okay, wir müssen nur irgendwas wegschmeißen hier. Brot, braucht glaube ich eh keiner, so. Alles klar, so, bam, bam, bam. Muss schauen, dass Flo mich nicht von hinten halt killt, aber ich glaube, Flo möchte eigentlich eh seinen Handel durchführen, ja. Wir ziehen jetzt nämlich Flo ab, theoretisch. Das heißt, wir machen eine Taktik, okay? Das heißt, wir verlangen von Flo irgendwas etwas Teures und, oder zwei Stacks Geld und dann gebe ich ihm die Autogrammkarten. Das ist eigentlich theoretisch ein guter Handel, ja. Es ist ein Phantom-Kleinanzeigenhandel, ja. Nein, das ist schon so dumm eigentlich. Gibt es irgendwo Schalker-Boxen? Ich brauche Schalker-Boxen. Oder eine Mystery-Box. Das stellt's gleich. Shadow-Head-Protector. Bringt der mehr? Ja, das ist richtig gut. Ich glaube, das sieht genau dasselbe wie alle anderen. Okay, das war gerade irgendwie ein bisschen Money-Waste. Okay. Ja, was gibt's hier noch? Crowbar. Crowbar ist theoretisch nützlich. Wir brauchen eine Schalker-Box. Wo ist eine Schalker-Box? Schalki. Nein! Ich hätte mir einen Cube of Annihilation kaufen können. Was auch immer das ist. Ein Crumblehorn. Aber vielleicht finde ich noch ein Crumblehorn. Vielleicht finde ich doch so ein Dings. So ein Haus hier. Kann ich in der nächsten Folge mal herumsuchen. Wo ist es? Hier ist eine Schalkerbox. 35. Au! Wer ist das? Oh mein Gott. Irgendwer hat hier die Aimbot-Pfeile. Wer hat Aimbot? Ja, ich. Mystery Meat? Lol, what the hell? Also, warte mal. Du schießt gerade von Boden durch Wand. What the hell? Danke für... Ah! Nein! Er hat mein Schwert geklaut. Nein, Tops! Nein, er hat mein Schwert geklaut. Nein, Leute, warum? Nein, warum hat mein Schwert geklaut? Wir haben jetzt gar nichts mehr. Nein! Er hat mein Schwert geklaut. Ach, Mann. Okay. Kills, Tops. Er hat mein Schwert. Das ist sein Todesurteil. Okay. Ja, ich habe gar nichts mehr. Ich habe kein Schwert mehr. Ja, und ich bin irgendwo im Nirgendwo. Okay, warte mal. Ich mach's mit Floors. Okay. Tops hat mein Schwert und ich hab nix. Du bekommst zwei besondere Items, wenn du mein Schwert wiederholst. Ich aimbotte Tops. Chill, okay. Auch immer Tops wieder hin ist. Alles klar. Okay, warte mal. Tops. Was willst gegen Schwert? Warte mal, so. Einen Crystal. Feuerzeichen. Komm, spawn. Okay, warte mal. Ich mach jetzt ein kleines Talkgespräch mit Tops, okay? Okay, warte mal. Tops. Was will er? Er muss doch irgendwas wollen. Was will er? Hey, Tops, bleib stehen, okay?
Was will er? Was will er? Hä? Oder was will er? Was will er? Das ist meins. Nein, Tops, das ist nicht deins. Nein, er killt mich. Nein, er hat sich wieder weg-tippet. Okay, wir wissen, Tops ist sehr schlecht, okay? Tops ist sehr schlecht, also generell, Tops hat sehr schlechtes Equip, okay? Das heißt, Tops ist eigentlich easy kill. Okay, wir haben immer noch viel Geld. Wir könnten uns theoretisch mit dem Waffenhändler noch irgendwas kaufen. Irgendwas Gutes noch. Wir könnten Excalibur kaufen, so zwischendurch. Sehe dich. Lag. Okay. Das heißt, brauchen wir mal eine Schalker-Box. Das ist das Erste. Tops ist sehr schlecht im, er hat einfach gar keine Rüstung. Also, ja, seine Rüstung ist richtig bad, ja? Und, ja, gut, sagen wir es einfach so, ja. LOL! 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 Okay, nehmen wir mal. Ich hab grad gedacht, mein Helm regeneriert sich von Dings. Mein Zepter auf live. Aber, warte mal, könnten wir theoretisch mit einem Uncrafting-Table, könnten wir den theoretisch hier platzieren und mein Helm irgendwie uncraften? Geht das? Nee, kann man nicht, glaube ich, oder? Nee, es geht nicht, leider. Kann man das irgendwie uncraften? Oder das hier? Geht das irgendwie? Dias, kann man das irgendwie uncraften? Geht das irgendwie? Ein Level, das kostet Level, alles klar. Kann man das irgendwie uncraften? Kann man irgendwas uncraften? Kann man Bedrock uncraften? Nee. Das kann man uncraften. Ich könnte theoretisch mit Bedrock eine Falle machen. Kann man das hier uncraften? Das könnte man uncraften, okay. Emeralds? Nee. Also das heißt, okay. Alter, müsst ihr schnell machen, bevor die Folge zu Ende ist. Wir kaufen eine Shulker-Box. Eine Schalker-Box. Okay, warum macht immer die Oranges? Eine Schalker-Box. Perfekt. Geben das ganze Money mal rein, siehst du? Alright. So, das heißt, wir haben kein Schwert, Leute, aber es ist nicht allzu schlimm, ja? Okay, so. Okay. Eine Minute bevor. Weißt du was? Weißt du. Okay, das ist Tops ein Ende. Das ist Tops ein Ende. Okay, das ist Tops ein Ende. Ja, ich hab Tops gekillt. Okay, ich mach einfach nur. Meine Items sind mir egal, okay? Ich mach einfach nur, ich brauch einfach nur mein Schwert. Wo ist mein Schwert? Mein Schwert noch behalten. Ach man, okay, dann sind mir die Items nicht egal. Okay. Er hat irgendein besonderes Item gehabt. Ich glaube, das ist ein Crystal. Okay, das war's. Okay. Ja, later, Tops. See you later. Oh mein Gott. Okay. Tops, ich glaube, Tops will ich doch mal verlieren. Nein! Er hat meinen Bogen. Aber egal. Okay. Na, das war's. Okay, Folgenende. Es ist Folgenende, Tops. Hallo, Tops. Es ist Folgenende. Okay. Nein, Folgenende. Hallo. Top, Folgenende. Okay, Leute, lasst ein Like da, oder? Aktiviert die Glocke. Mal schauen, was nächste Folge passiert. Lasst ein Like da, oder? Aktiviert die Glocke. Und ciao.